Ja, hallo, herzlich willkommen bei BB Ortspflege Polierpoint. Ja, heute ist leichter Sonnenschein, 10 Grad im Winter. Ja, dann nutze ich doch mal den Test nach draußen zu verlegen. Und ja, worum geht's? Ihr seht es vor mir, ein paar Shampoos. Und zwar habe ich mal bei Action wieder mal reingeschaut und dieses Shampoo hier gefunden, das Claro K mit Wasch- und Wachs-Auto-Shampoo, also mit Wachsanteilen, kostet, meine ich, glaube ich, 1,99 habe ich dafür bezahlt, für 1 Liter. Sehr günstig, Dekra geprüft, kommt aus Holland. Ja, mal schauen. Als zweites haben wir, ja, ein bekanntes, denke ich mal, eine Nigrin, das Wasch-Wachs 2-in-1. Das werden wir testen. Auch 1 Liter habe ich bei, ja, jetzt zum Cyber Monday günstig ersteigert, sag ich mal. Und ja, für knapp 5 Euro waren das, 4,90 € oder sowas, keine Ahnung. Das war auch gleichzeitig fast mit dem Sonax Wasch und Wachs im Angebot. Also unter 5 Euro mit Versand, war ganz günstig. Und das werden wir jetzt gegenseitig mal testen. So, wir sind wieder zurück. So, in Nahansicht hier mal das Claro K 1 Liter, Dekra geprüft mit Kanauberwachs, Wasch und Wachs. Ja, Anleitung ist halt 10 Liter, 1 bis 2 Verschlusskappen. Mit Handschuh auftragen oder Schwamm, Augenreizungen und allergische Reaktionen kann das ausüben. Ja. Wir kommen zum Nigrin Wasch und Wachs 2-in-1 Kanauberanteil Shampoo. Ja, auch 2 Verschlusskappen auf 10 Liter. Wir gehen auch auf 5 Liter und machen 1 Verschlusskappe. Ja, kann man mit dem Schwamm oder mit dem Waschhandschuh, ja, auftragen. Okay, Empfehlung, wenn Sie das Fahrzeug alle 4 Wochen mit Nigrin Performance Wasch und Wachs waschen und wachsen, benötigt Ihr Lack keine zusätzliche Hartwachskonservierung. Also wenn ihr das regelmäßig damit wascht, dann braucht ihr kein richtiges Wachs oder Versiegelung. Das wird schon so ausreichend. Jo, wir testen das, bis gleich. Ja, wir schauen uns jetzt mal die Motorhaube an. Die müsste eigentlich gecleant sein, aber wir gehen noch mal mit dem Wasser drüber. Und ihr seht eine schöne Wasserfläche. So, wir bereiten jetzt die Eimer vor. So, hier haben wir das Claro K. Hier habe ich 5 Liter drin. Und dann nehmen wir, ja, 1 Verschlusskappe. Das ist sehr dickflüssig. Nehmen wir den Handschuh, das ist der von Petzolds. Schäumen das ein bisschen auf. Das ist jetzt ein etwas kleiner Eimer hier. Wir gehen zum Eimer 2. So, da habe ich jetzt diesen Eimer für. So, hier das Nigrin. Schütteln wir mal.
So, dazu nehmen wir auch eine Verschlusskappe für 5 Liter. Jo, das ist von der Flüssigkeit hier, von der Konsistenz etwas flüssiger, meine ich. Wir können ja mal gegengucken. Ich nehme nochmal das Karo dazu. Ja. Ja, schaut mal, das ist flüssiger. Das ist ein bisschen fester. So, wir nehmen das Negri und tun das dann auch in den Eimer. Petzold-Handschuh, der ist noch etwas neuerer, aber das wird ja nichts an dem Ergebnis ändern oder beeinflussen. Also hier ist es schon anstrengender, da Schaum zu bilden, als wie da. Das merke ich schon. Das ja auch von den Versiegelungsshampoos, dass da nicht viel, viel Schaum sich bildet. Wir sehen das hier, seht ihr, und da ist noch Schaum da. Hier ist schon wieder fast weg. Ja, okay. Wir gehen jetzt auf die Motorhaube. Wir gehen hier mit dem Karo drüber. Ja, gleitet ganz normal drüber. Ohne viel Druck. Okay. Wir gehen auf die zweite Fläche mit dem Negri. Ja, wir sehen hier, da ist schon gar kein Schaum mehr da. Fast klares Wasser. Sie sehen hier auch die Fläche, die reißt hier schon auf, direkt beim Waschen. So. Ja. Ich denke mir, das reicht auch schon. So. Seht ihr mal, wie das hier aufreißt. Und da haben wir mehr Schaum. Da sieht man gar nichts, was aufreißt. So, wir gehen jetzt mal mit dem Schlauch drüber, spülen das Ganze mal ab. So, jetzt die andere Seite. Jetzt kann ich auch die Tücher wegnehmen. Und dann spülen wir mal ab.
So sieht's aus. Hier seht ihr mittig, lagen die Tücher. Ja, hier reißt es schon mehr auf als wie da. Hier bei dem Schrägen. Ja. Hier reißt was auf, aber von dem Wachswasch ist gar nichts zu sehen. Also von dem Karnauberwachsanteil. Hier reißt es noch auf. Da scheint wohl etwas drauf zu sein. Da haben wir so ein bisschen Beading. So, ich gehe jetzt mal hin und mache ein bisschen trocken. Zwei Stellen von jeder Seite. Gucken wir mal, ob wir hier mit der Flasche was hinkriegen. Nee. Hier schon mehr wie da. Also hier kann man schon etwas mehr erkennen als da. So, aber der Burner ist das jetzt von beiden nicht so, sag ich mal. Wir können jetzt hingehen und erhöhen die Dosis auf 2 Kappen. So. Hier haben wir das Klarocka. Nochmal. Hauen wir nochmal eine Kappe drauf. Der Hersteller sagt ja 1 bis 2 Kappen. So, das Ligrin tun wir jetzt in dem anderen Eimer. Den tun wir jetzt hier rein, eine Kappe. So, hier. Okay. Jetzt wieder auf die Fläche. Neben unsere Rollen legen die dahin. So. Jetzt mit dem Karoka drüber. Jetzt mal so. Hier gehen wir jetzt mit dem Ligrin drüber. Wie gesagt, hier reißt das schon etwas auf, das Wasser.
Okay. Das war's. So, wir gehen jetzt mit dem Schlauch wieder drüber. Ich setze euch mal ein bisschen mittig. So. Ich spüle das Ganze mal ab. Das nicht grün. Ja, da haben wir schon ein ganz anderes Bild. Obwohl hier bleibt es noch so. Hier reißt es schon mehrmals in verschiedenen Stellen auf. So, wir gehen jetzt mal und nehmen das mal wieder ab. So, jetzt mal schauen hier. Hier reißt es auch auf. Da fast gar nichts mehr. Also, das könnt ihr mal sehen, welches das bessere Shampoo ist oder ob es überhaupt ein gutes Shampoo gibt. So. So, wir können mal mit dem Handsprüher noch mal hier. Ja. Seht hier. Wasserlache, keine Perlen. Hier auf dem Nigrin ist das eigentlich fast das gleiche. Wir können ja mal den das Nigrin, ja, das macht schon ein besseres Bild. Ovale, längliche, auch kantige Tropfen. Es bietet schon besser als, meine ich, als das Karo, das sieht man ja auch. Denke ich mal, hier mal den Vergleich hier. Ja. So, liebe Leute, wir kommen jetzt zum Abschluss. Ja, hier auf dieser Seite das Claro K von Action. Ein holländischer Hersteller, wie auch immer, von Dekra geprüft. Dieses Bild hier, auch beim Cheating habt ihr ja gesehen, das Bild, das Nigrin war Schwachs. Dieses Bild hier und beim Cheating habt ihr ja auch gesehen, welches von den beiden besser war. Ja, das dazu zu den beiden Shampoos. Ich denke mir mal, das war alles. Lasst mir einen Daumen hoch oder Daumen runter. Abonniert mich, euer PP Outflow Polierpoint.